denn bevor das Video losgeht, möchte ich mich mal kurz für den Ton entschuldigen. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, yo damn, wieso für den Ton entschuldigen? Der ist doch mega gut. Ja, das stimmt. In der jetzigen Aufnahme ist der gut, aber die Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, die wissen, dass ungefähr alle 2 Monate macht aber das Video mir so einen Strich durch die Rechnung, weil dann ist die Aufnahme immer so ein bisschen kratzig in den Höhen. Das ist jetzt halt leider das Video, da ist halt der Ton ein bisschen kratzig. Das ist nicht sonderlich störend, das ist auch nicht so extrem, wie es schon mal war. Aber wie gesagt, jetzt ist der Ton halt ein bisschen kratzig. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber gut, ich meine, hier ist es jetzt ja schon wieder besser. Und im nächsten Video ist es dann auch wieder viel besser. Deswegen wollte ich das einfach nur mal kurz gesagt haben. Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack, mit einem neuen Video zu GTA 5 bzw. zu GTA 5 Online. Denn vor kurzem kam ja am Montag der Albany Hermes raus. Ein neuer, sehr cooler Klassikwagen, wie ich finde. Ich habe dazu ja auch schon ein Video gemacht. Ihr wisst ja auch, ich bin wirklich begeistert von diesem Wagen. Er gefällt mir einfach. Er ist cool, er hat eine gute Geschwindigkeit, ein geiles Handling und sieht einfach vor allem mega nice aus. Und deswegen ist es ja auch das Crew-Auto meiner YouTube-Crew. Link dazu findet ihr übrigens auch unten in der Videobeschreibung. Ist eine PlayStation 4 Crew, offen für alle, also könnt ihr gerne reinkommen, wenn ihr es möchtet, um einfach mal mit anderen Leuten aus der YouTube-Crew zu zocken. Des Weiteren, bevor ich mit dem eigentlichen Video anfange, fände ich es natürlich auch richtig cool von dir, wenn du mir auf diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen würdest und mich auch kostenlos abonnieren würdest für die täglichen Videos rund um GTA, GTA 5 und GTA 5 Online. Und außerdem, Snapchat und Instagram habe ich auch beides und auf beiden Plattformen, besonders auf Snapchat, bin ich wirklich mega aktiv. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Aure_Kö heiße ich dort bei beiden Plattformen, aber ihr seht ja auch gerade zur Not einfach nochmal den Namen auf dem Bildschirm. Und übrigens, den Snapcode, den könnt ihr auch abscannen. Das ist nämlich mein eigener Snapcode. Naja, bevor ich jetzt aber nochmal Zeit verliere, würde ich sagen, lass uns direkt mal anfangen. Also, wie bereits erwähnt, heute geht es mal um den Albany Hermes, denn dieser sollte ja eigentlich kostenlos sein. Denn wenn man sich am Montag, den 25. Dezember 2017 in GTA Online angemeldet hat, hat man eine Benachrichtigung bekommen, yo damn, du kriegst ein paar Geschenke, ein paar Waffen, ein bisschen Munition, ein bisschen dies, ein bisschen das, aber auch eine Bestellung des Albany Hermes, die wird dir kostenlos sein. Ja, und das habe ich dann halt auch mal ausprobiert und oh Wunder, oh Schreck, für mich war es nicht kostenlos. Und ich war auch nicht der Einzige, für den es nicht kostenlos war, denn Rockstar hat einem versprochen, dass wenn man sich am 25. Dezember am Montag halt anmeldet, dass man einmal dieses Fahrzeug sich kostenlos kaufen kann. Das ist nur am Montag so gewesen, das heißt, jeder, der am Dienstag oder heute am Mittwoch sich den Wagen kauft, der hat keinen Anspruch auf einen kostenlosen Wagen. Aber wenn man sich halt am 25.12., also den ersten Weihnachtsfeiertag, angemeldet hat, dann sollte man eigentlich diesen Albany Hermes kostenlos bekommen. Aber ich habe auch das Gameplay gecheckt, bei mir wurde auch das Geld abgezogen und ich habe mich am 25. angemeldet, ich habe diese Meldung bekommen, aber trotzdem muss ich für diesen Wagen $535.000 zahlen. Jetzt ist es so, einige Leute haben das, dass sie wirklich den Wagen kostenlos im Internet gesehen haben und denen wurde dann auch kein Geld abgezogen. Bei anderen war es so, dass der Wagen im Internet als $0 angezeigt wurde, sie ihn sich aber bestellt haben, dann $535.000 abgezogen wurden oder wieder andere, so war es zum Beispiel auch bei mir, bei denen stand der Wagen im Internet für $535.000 drin, hat man ihn gekauft, hat man auch diese $535.000 abgezogen bekommen und das ist natürlich etwas, was überhaupt nicht geht. Rockstar Games verspricht uns sowas, Rockstar Games zeigt es uns auch im Spiel einfach und es war ja auch Absicht von Rockstar Games, dass wir diesen Wagen wirklich am 25. kostenlos bekommen. Allerdings gibt es jetzt halt wohl ganz offensichtlich ein paar Probleme damit, dass halt einige Spieler dafür bezahlen müssen, andere Spieler nicht dafür bezahlen müssen und wieder andere Spieler einen komplett falschen Preis angezeigt bekommen, nämlich $0, aber dafür trotzdem was zahlen müssen. Und jetzt fragen sich halt viele und viele haben mich auch bei Snapchat und in den Kommentaren kontaktiert, was ist denn da los, was ist denn da los, ich wollte da kein Geld für ausgeben, was macht man denn jetzt nun? Ja, das ist jetzt halt die Frage. Keiner von uns wollte natürlich dieses Geld ausgeben, weil viele von uns haben einfach nicht so viel Geld und dachten sich, ja, da habe ich schon mal ein kostenloses Wagen und sind dann einfach eine $500.000 los und wenn sie ihn dann verkaufen, kriegen sie nicht mal einen Bruchteil des Geldes wieder. So, was ist denn da jetzt das Problem? Leute, ich kann euch da beruhigen, das ist natürlich ein Problem von Rockstar Games, das war nicht so vorausgesehen, also das war nicht die Intention von Rockstar Games, dass sie euch da verarschen wollen oder so, nein, Rockstar Games wollte schon, dass ihr den Wagen kostenlos habt. Allerdings kann es manchmal einfach zu Bugs und Problemen kommen, das ist einfach ganz normal, da ist GTA 5 nicht das einzige Spiel, wo es manchmal Probleme gibt und deswegen kann ich euch beruhigen. Es gibt zwar noch kein offizielles Statement von Rockstar Games, aber ich denke wirklich zu 99,9% werden all diese Spieler, also jeder einzelne Spieler, der sich am 25.12. diesen Wagen gekauft hat, weil das kann man ja auch im Coding sehen, wann man sich das Fahrzeug gekauft hat, also Rockstar Games kann das sehen. Auf jeden Fall jeder, der sich am Montag dieses Auto gekauft hat, der wird, denke ich, Minimum $535.000 wieder gutgeschrieben bekommen, einfach als Entschädigung dafür, dass man zu viel bezahlen musste. Einige Leute haben das sogar schon, teilweise gibt es halt wirklich schon Meldungen, die sagen, ja, ich habe mein Geld wieder
wiederbekommen, aber ich persönlich habe zum Beispiel auch noch nichts wiederbekommen und viele andere auch nicht. Also da denke ich, wie gesagt, in den nächsten Tagen werden wir da alle unser Geld wiederbekommen und eventuell bekommen wir noch vielleicht ein bisschen mehr, einfach als Entschädigung, dass es einfach so blöd war, dass halt das Geld abgezogen wurde. Also ich denke, auf jeden Fall, wir werden das Geld wiederbekommen und vielleicht bekommen wir auch ein bisschen mehr wieder. Also Leute, festhalten können wir, ihr müsst da wirklich keine Sorgen haben. Ihr müsst jetzt wahrscheinlich einfach nur noch ein paar Tage warten, aber mit absoluter Sicherheit können wir uns eigentlich echt sicher sein, dass wir diese Kohle wiederbekommen. Das ist jetzt natürlich doof, aber hey, immerhin bekommen wir höchstwahrscheinlich die Kohle wieder. Es ist in der Vergangenheit schon oft passiert, dass auch Rockstar Games recht kollant, wenn da irgendwas vorkommt, dass man da dann immer eine relativ gute Vergütung für bekommt. Also halt für diese kleine Malheur mit dem Auto werden wir da doch, denke ich, relativ gut für entlohnt mit einem, ja, dementsprechenden Überweisungscheck auf unser Konto. Ja, aber gut, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Wie gesagt, ich wollte es einfach mal ansprechen, weil wirklich viele, viele Zuschauer haben sich Sorgen gemacht und ich dachte mir, yo, da musst du einfach mal Licht ins Dunkel bringen und ja, das habe ich jetzt halt, denke ich, gut gemacht und ich hoffe, ihr könnt jetzt auf jeden Fall wieder beruhigt schlafen gehen mit dem Wissen, dass ihr euer Geld wiederbekommen werdet. Aber gut, das war's jetzt auch mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, wie gesagt, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben da lassen oder es auch mit deinen Kollegen teilen, die sich vielleicht auch diesen Wagen bestellt haben und da natürlich vielleicht ein bisschen stutzig sind, was da mit dem Geld ist. Und ja, bis wir uns jetzt also wiedersehen, wünsche dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.